Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SpongeBob SquarePants Battle of Bikini Bottom Rehydrated. Was für ein kurzer Name. Aber ja, was möchte man machen? Ich nenne es einfach SpongeBob. Dann brauchen wir nicht ganze 3 Minuten, um erstmal nur den Spieltitel am Anfang des Videos zu nennen. Ja, das weiß ich doch, dass wir die Roboter besiegen können. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal wieder nach unten. Uns fehlen zwar leider immer noch 3 von den Lenkrädern. Oh nein, wir sollten hier gar nicht runter, aber wir müssen doch. Also wir müssen zwar nicht, aber wir sind doch von unten gekommen. Sollen wir jetzt doch noch weiter auf den Dächern rumklettern? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind doch die Dächer eigentlich so gut wie durchgegangen. Wir waren jetzt wieder beim Larry. Wir können natürlich auch nochmal in die Transportbox. Eventuell geht es ja doch noch weiter da oben. Ich wüsste allerdings nicht, wo. Wir probieren es einfach mal aus. Was soll schon passieren? Kommen wir vielleicht mit dem hier? Ach Mist. Das hat sie viel zu spät aktiviert. Ich wollte es etwas eher aktivieren. Naja, egal. Ach, jetzt sind wir wieder hier unten. Vielleicht sollen wir doch von hier unten weitermachen. Ich probiere es trotzdem nochmal. Einmal auf das Ding. Dann warum? Okay, das ist anscheinend nicht so gedacht. Sie hat es einfach nicht aktiviert. Dann egal. Dann machen wir doch hier unten weiter. Wir gucken jetzt nochmal. Ob wir hier... Na? Jetzt aber. Wir gucken jetzt einmal weiter, ob wir hier noch die fehlenden 3 Korall-Cola, ist geil. Die fehlenden 3 Lenkräder finden. Und ich bin schon wieder viel zu dumm. Viel zu unachtsam teilweise. Ich muss mich hier ein bisschen mehr aufs Spielgeschehen konzentrieren. Es war am Anfang so leicht, dass ich mir angewöhnt habe, direkt mein Gehirn auszuschalten, sobald ich hier anfange zu spielen. Aber so mittlerweile verlangt das Spiel doch etwas Gehirn. Nee, würde ich nicht machen. Haben wir, sehr gut. Dann einmal wieder hier hoch. Ich hoffe, dass das jetzt gerade nicht alles für umsonst ist. Also umsonst sowieso nicht, weil wir finden ja glänzende Objekte. Aber ich wäre mir jetzt auch gerade nicht sicher, wie wir überhaupt hier runterkommen. Also das hatten wir ja schon gemacht hier. Da gingen die Dinger an, da waren wir ja. Das hat uns aber nicht wirklich weiter... Ach Mist, jetzt hat es das andere weggenommen. Nö, da oben war ja dann die Transportbox. Komm, wir nehmen die mal schnell, dass der Countdown aufhört. Ah, der Countdown hört nicht auf. Dann kommen wir nämlich hier oben wieder raus. Das bringt uns aber nichts. Ja, Countdown, hör doch auf, damit ich wieder hier rüber kann. Also hier rüber hat auf jeden Fall nichts gebracht vorhin. Da sind wir bloß da hinten rausgekommen, wo wir gerade nicht hin möchten. Also würde ich sagen, wir machen doch nochmal hier geradeaus und dann gucken wir mal, ob wir doch noch die fehlenden Lenkräder finden. Schaut mal, da links ist auf jeden Fall noch eine Socke. Ja. Machen erstmal die Kleinen kaputt und dann er hier. Sehr gut, dann müssten wir jetzt eigentlich idealerweise hier hochkommen. Also erstmal hier rüber. Und wir sind dann vor... Oh, wir sind dann vor uns, glaube ich, hier lang. Und diesmal machen wir aber... Ne, darüber kommen wir nicht. Hm. Also doch nochmal hier lang. Aber dann kommen wir ja bloß wieder hier raus. Ach Mist, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht weiter. Aber da war ja auf jeden Fall noch diese Socke, die wir gerade gesehen haben. Also die muss... Ey, was ist denn jetzt los? Jetzt sind wir fast gestorben. Jetzt hätte ich ganz gerne wieder eine Unterhose. Okay, dann machen wir erstmal wieder hier aufs Dach drauf. Eine Unterhose. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Checkpoint. Ja. Aber, ach, das Vieh da drüben schießt wieder blöd rum. Alles klar, von hier geht's nur hier weiter rüber. Zur guten Korall-Cola. Schmeckt bestimmt sehr lecker.
Dann machen wir nochmal nach hier oben. Ich hoffe wirklich, dass das gerade nicht alles für umsonst ist. Und wir nicht hätten einfach wieder runtergemusst. Aber zumindest die eine Socke wäre es mir schon wert, die hier drüben ist. Glaubt ihr, wir schaffen das? Ach, die haben wir vor uns einfach nur verpasst. Wir sind doch hier schon rübergerutscht. Na gut. Also hätten wir die wahrscheinlich vor uns schon holen sollen. Ich bin mir bloß nicht so ganz sicher, wie wir hier überhaupt wieder runterkommen. Ich dachte, ich kann mit... Ah, nein! Ach. Ach ja, und da sind wir wieder hier. Ja, ich bin mir leider nicht so ganz sicher, wie wir hier wieder runterkommen, weil ich dachte, wir können einfach mit ihrem schönen Lasso-Move wieder runterfliegen. Aber das hat ja leider nicht so funktioniert. Deswegen vermute ich doch, dass wir vielleicht doch hier oben noch ein paar Sachen erledigen müssen. Wir schauen mal, wir kriegen das alles schon hin. Wir haben ja keine Eile. So kriegen wir wenigstens alles vom Spiel mit. Oh, ein blaues. Das nehmen wir doch natürlich mit. Und dann einmal hier rüber, ohne dass du mich jetzt erwischst. Dich da oben krallen wir uns auch nochmal, weil das war wirklich eine ganze Menge. Nehmen wir mit. Okay. Wir haben schon 14 Pfannenwender und 13 Socken für Patrick. Mensch, der wird sich freuen. Okay, das ist cool, dass wir das auch aus der Luft machen können. Hey. Ach so, das Ding ist gerade explodiert, ne? Okay, hier drüben kommen wir nicht hin. Da hinten waren wir schon. Also hier weiter. Bitte nicht runterfallen. Da drüben kommen wir nicht hin. Nö. Naja, egal. Der eine, den lass mal so bleiben. Ist aber auch fies, wenn man hier lang rutscht, sieht man natürlich die Socke überhaupt nicht. Ja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. Und das, ach nee, Mist, das hat uns ja hier wieder rübergebracht. Da wollten wir ja gar nicht hin, sondern einmal hier diesen Move. Da drüben kommen wir nicht drauf. Dann machen wir wieder hier lang. Aber ich glaube fast, wir hätten wirklich runtergemusst. Wir hatten ja einmal oben die Dächer erreicht. Ja. Also hier ist wirklich Schicht im Schacht. Woanders geht's nicht mehr lang. Ich dachte durch die eine Socke, die wir gesehen hatten, dass wir da vielleicht doch noch wohin müssen. Aber die hatte ich einfach vorhin übersehen. Okay, dann machen wir runter. Tut mir leid, dass wir einen kleinen Umweg gelaufen sind, aber naja. Und ich glaube, wir mussten hier in die Tür rein, ne? Ja, dann kommen wir auch wieder runter. Alles klar. Gut, eine Socke. Die hätte ich auch nicht liegen lassen wollen. Und da sind wir wieder hier. Dann lasst uns mal gucken. Da drüben haben wir noch so ein Ding, okay? Drei Stück brauchen wir ja noch, ne? Genau. 8 haben wir, 11 werden benötigt. Also finden wir auch noch die restlichen 2, die jetzt noch fehlen. Da oben haben wir noch eine Socke. Wie kommen wir da drüben drauf? Höchstwahrscheinlich über das Ding hier, oder? Wenn wir jetzt hier rüberlaufen, wir probieren es mal. Wir waren ja hier schon. Mal gucken. Werden wir schon noch hinkriegen. Hier unten müsste ja irgendwo Mrs. Puff stehen. Ach nein, die steht ein, zwei da hinten. Naja. Okay, guck mal. Hier kommen wir doch hier rüber. Oh Mist, die könnten wir uns eigentlich mal noch holen hier. Es sind so viele. Das ist aber schön. Die würde ich sehr ungern liegen lassen. Jawohl, da haben wir sie. Und dann machen wir mal hier rüber. Und ich glaube, dann kommen wir auch da rüber, wo wir hinwollen. Da hinten ist die Socke. Oh, ist ja schon wieder so ein... Da oben ist so ein D1000. Mist. Den müssen wir uns erstmal schnell krallen. Aber ich sehe leider keine weiteren Lenkräder mehr. Bin mir nicht sicher. Ich hatte am Anfang eins gesehen. Ganz am Anfang, als wir hier in die Innenstadt gekommen sind. Ist natürlich eine gute Frage, ob wir das schon geholt haben. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Okay, einmal hier weiter rüber. Nö. Wie kommen wir denn darüber? Schaffen wir das von hier? Schaffen wir doch im Leben nicht. Oder? Oh doch, wir schaffen's. Ah, okay. Socke her.
Die ekelt sich aber auch vor allem. Man kann doch mal ein bisschen was tun für seine Freunde. Also, 15 Socken haben wir schon, aber uns fehlen immer noch 2 Lenkräder. Das macht mir etwas zu schaffen. Wo sollen die denn sein? Ansonsten machen wir erstmal hier hinter zur Seenadel. So hieß es, glaube ich. Schlüpfer brauchen wir nicht. Wow. Ach, hier ist ja schon wieder ein D1000. Haben wir auch, sehr gut. Dann lasst uns nochmal ganz kurz schauen. Hier sind wir ja vorhin lang. Mit SpongeBob dahinter gerollt. Hier oben drauf hatten wir uns das Ding auch schon geholt. Da ist noch ein lilanes, aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt holen. Hier hinten geht es auch nicht wirklich weiter. Das Ding bringt uns nichts. Wir sind ja gerade Sandy. Wir könnten, wenn, dann nochmal darüber, aber auch das bringt nicht so viel. Also ich habe die Vermutung, dass es eventuell doch erst hier bei der Seenadel noch weitere Lenkräder gibt. Also machen wir jetzt einfach mal dahin. Dann sind wir vorerst fertig mit der Innenstadt. Ja, ich werde gern zur Seenadel reisen. Reisen, nicht reisen. Die Seenadel. Sieht wieder nach sehr viel Herumgespringe aus. Und hier sind wir. Mr. Krabs, hallo. Ahoi, Sandy. Ahoi. Einen guten Morgen, Mr. Krabs. Ach schade, ich dachte, wir können was eintauschen. Hier ist Bushaltestelle, aber ich glaube, Sandy ist schon für solche Höhen das Optimale. Ach schade, ich dachte, wir können ihn runterschubsen. Nein, es erwischt uns. Ah nein, doch nicht. Also die Roboter sind tatsächlich am leichtesten mit Sandy zu erwischen. Das freut mich sehr. Dann, ach nein, das ist ja ein guter. Hier haben wir ein Lenkrad. Sehr gut, also wir finden ja doch noch welche. Ich dachte schon, dass wir es übersehen haben. Aber nein, wir haben bald die 10.000 erreicht. Bei den glänzenden Oblekten, genau. Die guten Oblekte, wer kennt sie nicht? Ah nein. Glänzende Objekte wollte ich natürlich sagen. Cool, dann haben wir es bald fünfstellig. Wir haben auch 15 Socken für Patrick. Ich denke doch, die wird er uns dann wahrscheinlich auch langsam mal abnehmen. Und hier haben wir das letzte Lenkrad. Ja. Sehr schön. Und weiter geht's ja auch gar nicht. War nur dafür gedacht, dass wir noch die 2 Lenkräder holen. Also, alles richtig gemacht. Und damit haben wir den nächsten Abschnitt im Spiel geschafft. Wir geben Mrs. Puff die guten Lenkräder. Dann gucken wir mal, ob Patrick seine Socken annimmt. Und dann, oh, Moment. Da brauchen wir SpongeBob für. Dann müssen wir nochmal ganz kurz zurück. Den Schalter kriege ich mit Sandy leider nicht umgelegt. Ja, dann gucken wir, ob Patrick seine Socken wieder mitnimmt. Und wenn das dann geklappt hat, oder auch wenn es nicht geklappt hat, können wir ja weitere Gebiete erkunden. So, einmal Bushaltestelle. Lasst uns noch schnell gucken, was der schöne Schalter da hinten aktiviert. Und dann machen wir wieder runter und gehen zu Mrs. Puff, die sich wahrscheinlich sehr, sehr freuen wird. Oh, einmal Attacke. Geht die Tür jetzt auf? Jawohl. Ah, da bist du ja, Minion. Jemand hat die Seenadel beschädigt. Das ist ja schrecklich. Die Seenadel ist die Wiege der Häkelecke. Ja, ja, genau. Aber noch wichtiger ist, dass es dort Tickies und glänzende Objekte direkt vor den Fenstern gibt. Mr. Krabs, wie können Sie in solchen Situationen an Geld denken? Ganz einfach. Ich mache einfach meinen Kopf frei. Geld. Geld, Geld. Jetzt hör zu, Minion. Du weißt, dass ich dir goldene Pfannenwender gebe, wenn du mir glänzende Objekte bringst. Aber ich versüß dir die Abmachung noch. Wenn du alle Tickies hier bei der Seenadel zerstören kannst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender zusätzlich. Warum sollte ich die Tickies zerstören, Mr. Krabs? Weil sie dich ausgelacht und sich über dich lustig gemacht haben. Was haben sie denn gesagt? Du weißt schon, SpongeBob Schlammklotz. Das ist nicht sehr lustig. Nein, und sie sagten, deine Mama sei hässlich. Ah, jetzt geht's soweit. Hässlich? In Ordnung, Mr. Krabs. Ich werde sie zerstören. Wir haben eine Abmachung. Ach, wie schön der gute SpongeBob zu manipulieren ist. Ich dachte schon, das war komplett sinnlos, dass wir jetzt nochmal gewechselt haben, weil wir ja bloß hier wieder in der Mitte rausgekommen sind.
aber war es anscheinend nicht. Also wir sollen ja hier auf der Seenadel, hat er gesagt. Vor den Fenstern sind Tikis. Ah, okay. Oh oh, nicht, dass wir wieder zu Thunfisch werden. Ah, okay, cool. Das macht Spaß. Nochmal und wieder runter. Attacke! Oh, ist das schwierig zu lenken. Oh, wie funkelnd. Mach sie kaputt. Boah, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu treffen. Das glaubt ihr gar nicht. Aber das kann man null einschätzen. Und man kann ihn auch kaum bewegen. Und ich glaube, es wird etwas an seiner Ritze ziehen. Komm. Ach, Mist. Runter, 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 runter. Jetzt. Nein, doch. Den haben wir. Und die anderen kriegen wir auch noch. Und dann holen wir bloß noch diesen gelben... Die gelben Objekte. Ach nee, die grünen sind auch noch da. Oh, Mist. Ich glaube, wir müssen das Springen gar nicht drücken. So kann ich es nämlich einfacher lenken hier. Ja, okay. Das Springen brauchen wir nur, wenn wir ganz weit runter müssen. So, ein Tiki noch. Ach, Mist. Come on, jetzt aber. Ach, shit. Jetzt haben wir ihn. Hä? Und wieder einer da. Was soll das? Ach nein, der ist runtergefallen. Dann holen wir bloß noch die Gel. Ach, da drüben sind auch noch welche. Ich dachte, wir haben es damit geschafft, aber wir müssen anscheinend einmal vor jedes Fenster. Kommen die Gelben noch. Komm, Spongy. Naja, das eine lass mal liegen. Wow, von hier oben sehen alle wie Ameisenfische aus. Die guten Ameisenfische. Dann einmal noch hier rüber. Okay, wir müssen es anscheinend an jedem Fenster machen. Aber macht doch Spaß, das können wir auch ruhig mal machen. Und wieder Attacke. Da haben wir doch, schaut mal, da haben wir gleich richtig viele geholt. Muss das wirklich mit dem Springen nicht machen, dann kann man besser lenken, das wusste ich nicht. Und damit haben wir doch schon alle Tikis, glaube ich. Alle glänzenden Objekte hat er ja nicht gesagt, ne? Er hat nur gesagt, wir sollen alle Tikis holen. Armer Sponge. Es tut mir sehr leid. Okay, haben wir? Dann müssen wir nochmal hier rüber. Ich muss mir jetzt erstmal umdenken, dass wir kein Lasso mehr haben. Ach, Sponge. Oh, oh. Schafft er das? Ja. Und das Letzte. Das ultimative Randaliererlebnis. Ja, das ist es auf jeden Fall. Oh, wir haben gar keins getroffen. Das war jetzt natürlich nicht so schön. Komm schon, triff. Ach, Mist. Die sind hier schon mal einen Ticken schwieriger. Die weichen nämlich aus anscheinend. Und wenn ich dahin fliege, gehen die wieder weg. Jetzt. Nein. Sagt mal, was ist hier los? Ich bin schon wieder viel zu schlecht. Na, come on. Jetzt aber. Ja. Naja, ouch, ist mir egal. Was hätte ich machen sollen? Kann doch nicht noch drauf achten, ob die mir wehtun. Hä? Okay, jetzt haben wir sie. Da haben wir noch einen erwischt auf dem Rückweg. Dann nochmal schnell hier durch. Haben wir auch. Es geht voran. 3 Stück noch. Ach, Mist. Ich wollte gerade sagen, das war ja mal wieder ein Schuss in den Ofen, aber das war ein anderes Spiel. Oder eine andere Filmreihe, Serie, Kartenspiel, wie auch immer. Obwohl es wahrscheinlich kein SpongeBob-Kartenspiel gibt. Habe ich zumindest noch nie gesehen. Na, jetzt aber. Ui, guck mal, wie weit runter wir kommen. Also das müssen wirklich sehr, sehr gute Boxershorts sein. Zeig mir mal eine Boxershorts, die das mitmacht. Und einen einzigen noch. Komm schon, den kriegen wir auch noch. Hier runter und ja. Jetzt hoch und kriegen. Hä? Wo ist er? Ach, hier ist er. Ach, Mist. Das war wirklich ziemlich knapp. Aber an dem letzten soll es nicht hängen. Ach, Mist. Ich versuch's jedes Mal so gut anzumoderieren. Jetzt aber. In 3, 2, 1. Ach, Mist. Glaubt mir, es ist schwieriger, als man denkt. Man kann den nämlich kaum bewegen hier. Ach, Mensch. Come on. Vielleicht sollte ich doch vorher nochmal auf das Springen drücken, dass der etwas schneller wird. Jetzt. Ja. Hat funktioniert. Hey, wir haben ja die 10.000 erreicht. Und verlassen. Genug mit dem ganzen Spaß hier. Langsam wird mir schlecht.
So, Mr. Krabs, Abmachung eingefüllt. Gute Arbeit, Minion. Hier ist der goldene Pfannenwender, genau wie versprochen. Eingehalten, nicht eingefüllt. Dankeschön. Aber wir können leider immer noch nicht tauschen. Ich frage mich die ganze Zeit, wann wir tauschen können. Vielleicht finden wir es ja in der nächsten Folge heraus. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19:30 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.